So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Südhämmern. Wie ihr schon seht, wir haben ein neues Ding. Nennen wir es einfach mal Ding. Es ist ein Tank, wo ein bisschen Bier drin ist und der ist auch was größer als der kleinere, den ich vorher hatte, diese 10.000 Liter. Wir geben jetzt mal ab, beziehungsweise verkaufen wir halt eben bei Edeka. So, auf geht's. Wir brauchen Kohle und zwar brauchen wir einen Spargelernter. Das ist leider so. Und der kostet 500.000, also kann man sich vorstellen, das wird ein bisschen was kosten. Und ich möchte auf jeden Fall so viel wie möglich ohne Kredit halt eben zahlen und von daher ging es jetzt nicht anders. Uns fehlt auf jeden Fall Hopfen, damit wir noch Bier herstellen können. Das ist leider so. Wasser dauert ewig bei dem Fass, muss man echt sagen. Also es ist ein bisschen doof, wenn man es mal so formulieren möchte. Ist jetzt wirklich nicht die geilste Nummer. Aber Wasser braucht Bier auf jeden Fall ganz viel. Ne? Costa Quanta ganz viel. Ne, Costa gar nichts. Costa fast gar nichts. Also Wasser kostet nichts, aber wie gesagt, brauchen wir auf jeden Fall jede Menge und aus dem kleinen Anschluss, da kommt nicht allzu viel raus, denke ich mal. So könnte man es, glaube ich, am besten erklären. Also ich fahre jetzt mal hin, man sieht schon, der Spargel steht echt gut. Ich bin mal gespannt, was er so an Ertrag bringt und ob das schon fertig ist. Ja, also irgendwie stand da was von wegen Kraut entfernen. Mal gucken. Also ich bin mal gespannt. Und dann wird auch fleißig verkauft. Wagest dich. Ich dachte schon. Ja, ewig kein Sattel mehr gefahren. Und dann noch Dolly. So, wir stellen ihn jetzt auf jeden Fall hier erstmal ab. Problem ist, wie gesagt, das mit dem Wasser, das dauert ein bisschen zu lang. Muss man ganz klar sagen. Also, da habt ihr keinen Spaß bei zuzugucken. Aber ich muss auf jeden Fall noch eine Tour Wasser rüber zum Bier bringen. Deswegen lassen wir die erstmal stehen. So. Ja, was ist noch passiert? Ich habe schon die ersten Sachen geholt für die Kühe. Die sind auch am Start. Ja, wie gesagt, das Fass, das war natürlich auch wichtig. Es ist soweit eigentlich alles angesät. Das können wir uns jetzt mal angucken, was wir da jetzt irgendwie vielleicht machen können, tun, machen müssen. Ich weiß es nicht. Ich habe fleißig die Schweine noch versorgt. Also ein bisschen Stroh und so. So. Und zwar ist fertig. Achso, Gras wächst auch vor sich hin. Fertig ist anscheinend eben Spargel. Wenn wir das Kraut entfernen, ist halt Sense. Ich blick da noch nicht so ganz durch. Die beiden sind auf jeden Fall gut ausgewachsen. Also ich würde sagen, wir entfernen das Kraut. Das wird wahrscheinlich die letzte Stufe sein, denke ich mal. Und ja, das Gerste müssen wir noch drauf warten. Gerste wandert auch zum größten Teil halt eben die Malzproduktion. Dann kommt Hopfen drauf, und zwar auf Feld 9. Dann würde ich sagen, machen wir auf 10 wieder was anderes. Ja, sowas wie Zwiebeln, Weißkohl, Rotkohl mache ich alles nicht. Da brauchen wir noch einen extra Ernte dafür. Das ist ein bisschen nervig. Wir könnten mal Karotten machen, weil ich glaube, Karotten geht über ein anderes Gerät. Brauchen wir keinen Ernte dafür. Also ich kann ja mal gucken. Doch, verdammt. Wir können keine Karotten machen. Zwiebeln auch nicht, Weißkohl nicht, Rotkohl nicht. Aber sowas wie Dinkel oder so, das können wir machen. Was haben wir denn hier noch? Roggen, Dinkel, das könnten wir machen. Wie gesagt, Hopfen ist klar auf 9. Auf 14 wird wahrscheinlich wieder Mais drauf wandern. Oder machen wir auf 10 Mais? Wir machen auf 10 Mais. Dann können wir überlegen, ob wir das häckseln oder für die Schweine nehmen. Und auf der 14 setzen wir. Was haben wir denn am meisten Lagerbestand? Ich mache auch mittlerweile viel über Missionen. Lagerbestand sagt. Raps sieht gut aus und
Soja sieht auch gut aus. Also eigentlich alles tutti. Was können wir noch die 14 dann machen? Tabak ist auch so eine Sache. Aber Tabak, boah, ich weiß es nicht. Hat noch keine weitreichende Funktion. Das ist eigentlich Blödsinn. Zuckerrüben ist mir da zu viel. Könnten wir tauschen mit der 10. Mit Mais. Dann machen wir 14 Mais und hier Zuckerrüben. Dann hätten wir was. Also Zuckerproduktion läuft. Da müssen wir auch noch Wasser hinbringen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ist eine schwierige Sache, was wir auf dem einen Feld noch machen. Aber ich denke mal, wahrscheinlich wird es wieder Weizen oder so. Denke ich mal. Weil Weizen können wir Mehl umwandeln. Wir können zwar auch Roggen in Mehl umwandeln. Aber Roggen geht, glaube ich, nicht bei der Malzproduktion. Das wäre schlecht. Wenn wir dann mit Hopfen durch sind, steht halt eben die Malzproduktion an. Aber wir können ja mal gucken. Wir könnten ja mal hinspringen. Ja, Weizen und Gerste. Hackschnitzel habe ich auch einen super Trick gefunden. Und zwar gibt es nämlich eine Einkaufsmöglichkeit. Also man kann shoppen gehen. Hier kann man alles ankaufen, was man so in Produktion sieht. Ein paar Sachen für die Produktion. Also man kann nicht kaufen, damit man das in die Produktion reinkippt. Zumindest nicht bei den Grundsachen wie Hopfen etc. Da habe ich es ausprobiert bei den Hopfen. Mehl habe ich noch nicht ausprobiert, aber gehe ich mal von aus, geht auch nicht, dass du da Weizen reinkippst und dann kommt anschließend Mehl raus. Was aber geht, ist Hackschnitzel. Hackschnitzel kannst du dann zum Produzieren nutzen. Das klappt auf jeden Fall. Also wir müssen keine Bäume fällen. Das ist schon mal ganz wichtig. Das hatte ich ja gesagt gehabt, da müssen wir uns vielleicht überlegen, eben halt mit dem Häcksler dann über ein Pappelfeld mit rüber zu fahren. Brauchen wir also nicht. Ja, wie kriegen wir jetzt noch Kohle? Wir können Kartoffeln waschen. Ich denke mal, das ist eigentlich die beste Option. Ja, das machen wir auch. Wir waschen Kartoffeln, das geht dann weg. Weil für die Dieselproduktion etc. pp. Das dauert noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was bei den Kartoffeln alles noch benötigt wird. Das sehen wir dann aber. Aber erstmal laden wir Kartoffeln da ein, waschen die, kriegen den doppelten Preis. Und dann hoffe ich doch mal, dass das ein bisschen was bringt. Hackschnitzel sind übrigens nicht so teuer. Also verkraftbar. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel Kalk oder so, das ist auch verkraftbar. Das sind alles Ausgaben, mit denen muss man rechnen, wenn man irgendwas produzieren möchte. Von daher ist halt so. Ich bin auch am Überlegen, wie lange wir jetzt noch das durchziehen mit Südhemmeln. Wie gesagt, aktuell macht es mir einen Heidenspaß. Es fehlt auf jeden Fall noch ein neuer Traktor. Es fehlt eben die Erntemaschine. Ich war echt am Überlegen, erstmal für die erste Tour Spargel halt nur einen zu mieten. Aber die sind auch verdammt teuer. Und das muss ich dann rentieren. Und dann doch lieber kaufen und öfters nutzen. Halt eben nicht die einmaligen Kosten von 50.000 oder so zu haben. Ja, es ist halt alles ein bisschen blöd und vor allem halt, also es könnte man machen, dass man das noch umschreibt, dass die anderen Sachen noch eben dann geerntet werden könnten. Aber ich glaube, das ist auch nicht Sinn der Sache oder irgendwas hat er sich dabei schon gedacht, dass es halt eben nicht funktioniert und deswegen das Paket rausgehauen hat. Ja. So. Also 42.000 Kartoffeln sind 42.000. Dann wären wir auf 300.000. Mit 200.000 Kredit kann ich sogar erst, ehrlich gesagt, erstmal leben. Und dann müssen wir gucken, wenn der Kredit durch ist, dass wir eventuell. Ach, das war ja so eine lustige Abgeposition, ne? Und so laut. So, auch wenn ihr mich wahrscheinlich jetzt gerade nicht so wirklich gut hört. Wasser brauchen wir noch, Treibstoff, also
Benzin, also Diesel. Ich würde sagen, Wasser kippen wir das noch rein. Und Diesel müssen wir uns irgendwo stibitzen. So. Eine zweite Ladung Kartoffeln könnten wir eigentlich sogar noch angehen. Dann hätten wir 92.000. Das machen wir jetzt sogar nochmal direkt. Ja. Und dann wären wir sogar bei über 300.000 und dann kann ich dir echt mitleben mit dem Kredit. Ne? Also das werden dann, hoffentlich werden wir das dann wohl noch rausholen können. Und dann passt das ja erstmal. Und wenn Spargel wirklich gut läuft, dann können wir vielleicht sogar direkt wieder Spargel ansehen. Dann hätten wir das Problem, was wir jetzt als nächstes ansehen, auch gelöst. Aber erstmal muss man gucken, wie viel Spargel überhaupt bringt. Und wie viel Ertrag da wirklich nötig ist, damit man halt auch einen guten Preis erzielt. Und vielleicht lädt man das Ganze auch erstmal ein. Ich weiß gar nicht wo. Spargel. Hier kann man sogar Spargel direkt einladen. Gewaschene Kartoffeln übrigens auch. So. Ja, wäre jetzt natürlich optimal, wenn ich den LKW hätte, ne? Dann könnte ich in einem direkt 90.000 verkaufen. Hätte ich einen besseren Preis. Aber bringt alles nichts. Damit kommen wir auf jeden Fall nicht ans Ziel. So. Kartoffels. Kartoffels. So, dann drehen wir vorne einmal, holen uns das Fass, füllen da auf jeden Fall noch ein bisschen was ein. Ich glaube, da steht zwar jetzt bei Wasser, aber es ist, glaube ich, besser, wenn wir erst Diesel machen. Ich glaube, Diesel geht als erstes flöten. Sehen wir jetzt, sehen wir jetzt. Kann man hier schon drehen? Ah, hier vorne könnte man drehen. Ja, es ist wieder eine angefangene Woche. Es kommt auf jeden Fall noch eine zweite Folge Mittelerde jetzt die Woche. Ansonsten gucke ich, dass ich so viel wie möglich noch vorproduziert kriege und hoffe, dass ich das Wochenende mit Livestreams überrücken konnte. Ich glaube, Donnerstag gab es einen Livestream, freitags gab es einen Livestream, samstags gab es einen Livestream und sonntags hoffentlich früher als die anderen, weil die waren doch sehr, sehr spät. Hat mich selber ein bisschen gefuchst immer, aber ich kam so wirklich nicht in den Trott rein. Weder Aufnahme noch Stream wollte gehen. Aber dafür hatte ich ein sehr entspanntes Wochenende und das müsste leider Gottes auch mal sein. Ja, wir gucken einfach mal, wie weit es geht. Wir warten ja eh noch aufs Wachsen. Gras muss auch noch wachsen. Normalerweise ist es 1 zu 1. Heißt, wenn es hier durch ist, ungefähr bei der Hälfte, so bei 42.000 Rest oder so, müsste das passen. Ab 50.000 gehen wir auf jeden Fall mal gucken. Ja, Diesel geht rapide runter. Diesel geht auf jeden Fall als erstes flöten. Nee, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser. Krass. So. Dann fahren wir mal das Fass holen und füllen das auf mit Wasser. Ihr müsst euch das, glaube ich, nicht mehr antun. Ihr seht jetzt gleich nur, was ich meine. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Wasser und Diesel drin, gewaschene Kartoffeln verkaufen. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Wird lustig.
So. Und dann haben wir noch ein bisschen Kompost und dann müssen wir mal gucken. Kompost können wir bestimmt auch nochmal verkaufen. Noch ein bisschen Stroh herstellen. Diesel ist dafür auch super. So, ihr seht schon, ne? Also es tröpfelt da eher rein. Jetzt haben wir 1000 drin und 32.000 gehen rein. 2000 drin, noch 30.000. Also ihr könnt euch vorstellen, wie lange das dauert. Hier fehlt wirklich nur Diesel. Stroh ist komplett voll. Und dann können wir noch eine Tour Kompost verkaufen. Vielleicht kommen wir sogar ohne Kredit aus, wer weiß. Aber selbst wenn es nicht viel Kredit ist, alles ist besser als, ne? Vollen Kredit. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal oder rein. Ciao.